Hallo und herzlich willkommen zu Conan Exiles. Und ja, da sind wir. Hallo. Und der Divan ist auch mit dabei. Und ja, wie ihr seht, sind wir schon in der Wüste. Wir laufen jetzt nämlich einmal zur Stadt, oder? Zu den Händlern. Und gehen dann mal in die Kneipe rein, damit Tivan auch mit dem netten Herrn sprechen kann. Oh Schatz, wollen wir Diese den Tempelfähig die mitnehmen? Frau ist echt verwirrt, ne? Also für Leute, die den Livestream von Conan nicht gesehen haben, die Sally war im Livestream schon da. Ja, ich war bei Conan in der Kneipe. Und es wurde uns ja auch in die Kommentare geschrieben damals, dass wir dann. Wir waren hier noch nicht. Okay. Nee. Dass wir da mal hingehen sollen. Und ich bin dann im Livestream bin ich hingelaufen. Hingelaufen. So. Jetzt möchte Tion auch. So, und heute auf dem Programmplan steht an, dass wir in die Stadt reinlaufen und dass wir den Skorpion machen, der in der Silbermine ist, in der Hoffnung, dass er uns vielleicht seine Eier gibt. Also, nein, wir machen die Königin und hoffen, dass sie uns ihre Eier gibt. So, du hattest ja irgendwelche Bücher entdeckt und alles. Nee, da war nur ein Buch. Warte, was haben wir hier? Steck doch mal Schmied die Waffe 1. weg. Du läufst ja schon mit Waffe Schmied. rein und weißt du, so gleich Akkuzeichen. Ja, ey, willst du mich anfassen oder was, Kollege? Genauso. Ah, Stufe. Natittchen? Was? Du wolltest deine Luba haben. So, warte mal. Hier müsste das doch schon bald irgendwo kommen. Oh, warte, da ist, glaube ich, ein Händler. Nein. Oh, ein Schmied, Stufe 3. Oh, Schatz, darf ich. Nein. Schatzi, nein, jetzt nicht. Ist doch schon die Kneipe. Da ist Conan der Barbar. Ja, den Eingang. Ach, guck mal. Drei Stufe 3 Hier Tänzer. liegt doch ein Buch. Ja. Das war doch, glaube ich, auch das. Und eins war doch irgendwo hier oben. Oh, da betet jemand. Das ist ja der Tempel. Komm mal mit. Ich bin ja eigentlich nur hier geradeaus lang gelaufen. Nein, du bist überall hochgeklettert. Ja, Hast ich. Kisten gefunden und... Ups, wir laufen wieder zurück. Wir müssen in die andere Richtung laufen. Kannst du nicht endlich mal diese Waffe wegstecken? Nein. Boah, ist ja furchtbar. Vielleicht möchte ich töten. Hallo. Willst du nicht töten? So. War das da hinten? Nee, hier geht's wieder raus, ne? Ja. Ich bin hier jedoch den Weg entlang gelaufen. So, hier habe ich die erste Kiste geholt, ne? Hier oben drauf. Mensch, du siehst es aber schon vom Weiten. Die wollen mir wehtun. Ich habe dir nichts getan. Helft mir. Ach so, ihr seid genauso böse. Hast du es gefunden? Was, nö. Naja, ansonsten, Schatz, ich kann die Rüstung ja herstellen. Entschuldigung, könntest du mich reinlassen? Ich werde verfolgt. Oh, 11 Goldmünzen gefunden. Sehr schön. Also ich glaube, ich bin hier auf irgend so ein Ding war ich gewesen.
So. So, da haben wir jetzt einen viel, viel besseren Überblick. Da ist nur das Horn. Oh, hier ist eine Kiste nochmal. Cool. Oh, vierseitiger Würfel, Sternmetallerz. Okay. Die Kiste ist okay. Ah, da steht der Tivan. Seht ihr ihn? Da hinten. Und schießt mit Pfeilen auf die bösen Puppen. Wir helfen ihm mal ein bisschen. Ja, warum gehst du jetzt zur Seite? Das ist ja einer. Okay. So, gut. Ich sehe gerade, da oben warst du. Da kommen noch mehr, Schatz. Oh, Schatz, das sind auch noch. Da ist auch noch eine Kiste. Ui. Schatzi, hier sind vier Mann. Könntest du mir vielleicht mal ein bisschen zur Seite stehen und nicht immer schon wieder Nein, ich einfach bin auch die abhauen? ganze Zeit einfach weggelaufen und hochgeklettert. Wieso kämpfst du überhaupt? Du hast das doch gesehen. Ich habe mit keinem einzigen von denen gekämpft. Weil die Gefahr auch zu groß ist, dass du vielleicht andere anschlägst. Wo bist denn du jetzt? Egal. Westmauer entdeckt. No? Da bin ich. Bei der Westmauer. Die Ach, da kommen hinter hinten. mir hinterher gerannt. Ja. Du bist jetzt beim Westmauergefängnis da hinten. Na, da hatte ich ja die Luba gesehen. Ja, schön für dich, dass du das alles gesehen hast. Du hast doch auch gesehen. Da, ich sehe dich. Ah, ich habe wieder kein Wasser mitgenommen. Das ist schlecht. Huch. Hä, wieso komme ich denn nicht mehr hoch? Was ist hier los? Okay, jetzt geht's wieder. Komisch. Ah, weil ich geblutet habe. Natürlich. Ach, Schatzi, du kannst es aber auch nicht lassen mit deinen Freunden, oder? Ja, wenn hier 20 Mann auf mich drauf losgehen. Der soll aufhören, sich zu bewegen. Gott sei Dank. Du hast jetzt schon die normalen, sag ich doch, du hast die jetzt angehauen, die normalen. Ehrlich, bleibt so stehen. Gut, da hinten ist ja das leibeigenen Dingsbums. Okay. Huch. Ja, ganz ehrlich, ich habe nach Tivan getreten. Also, ja, Schatz, wenn wir so weitermachen, dann kommen wir nicht fördern. So. Oh, hier sind, glaube ich, Händler. Ja. Elefantenhaut.
Glasflaschen? Nein. Achso, du bist Priester. Bärenfell. Es ist halt immer das Gleiche, ne? Schade. Gewürztes Schweinefleisch. Und Federn. Ja, es ist immer das Gleiche, was die verkaufen. Was hast du gesagt? Wo ist der Typ mit den Eiern? Mit den Spinneneiern? Das im Dschungel. Ach so, ja gut, da kommen wir müssen da genau ans andere Ende der Karte. Nee, da kommen wir noch nicht hin. Das meinte ich die ganze Zeit. Denkst du wohl, dass du hier deine Brandkugeln rumschmeißen kannst? So. Schatzi, wo bist du? Bin hier am Rumklettern. Oh, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden mit dem Rüstungen. Warte. Wo bist... Ach du Scheiße, bist du weit weg. Hier musst du hin. Hier sind übrigens... hier kann man Rüstungen erlernen. Reliquienjäger. Und ich würde sagen, ich mache da einen kleinen Schnitt, bis Tivan hier ist. Weil sonst müsst ihr einfach hier zugucken, wie ich hier stehe. So, der Tivan hat jetzt auch das Rezept und jetzt geht's weiter. Erstmal müssen wir noch ein bisschen Wasser holen und dann geht's auch schon weiter zur Silbermine. Oh, trinken, trinken. Ganz viel trinken. Okay. So. Willst du verlaufen? Soll ich verlaufen? Jetzt ablauf du vor. Okay, wir müssen da lang. Warte, so da. Da gehen wir jetzt raus und dann laufen wir zur Silbermine und machen diesen Skorpion, beziehungsweise beide Skorpione. Ja, mal sehen, ob wir schaffen. Natürlich, easy peasy. Ich hab's alleine geschafft. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann liegt's an ihm. Also, mein Plan ist, dass ich richtig viel Scheiße brauche. Nein. So. Da geht's ja lang, ne? Ja. Ja, ich würde sagen, Silber bauen wir nicht ab, oder? Ich glaube, in der Mine war ich gar nicht drin gewesen. Nee, wäre es Gold gewesen, das hätten wir auf jeden Fall mitgenommen. Ja, aber Silber. Müssen wir halt gucken, weil unten bei den Skorpionen selber kriegt man ja auch noch etliche Sachen. Von daher würde ich sagen, laufen wir da einfach rein und gut ist, ne? Irgendwie der Server, der schüttelt total vom Arsch. Nein, ist er nicht. Ist alles okay. Du bist immer so negativ, ehrlich. Es ist immer alles gleich kaputt, alles für den Arsch. Es gibt keine normalen Erklärungen, es muss kaputt sein. Ja. Weil ich bin drin in der Mine. Ja, ich auch. Okay. Folgen Sie mir bitte einfach. Bisschen Energie. Also ich nehme die Skorpione jetzt nicht auf. Aus. Auf. Doch, aufnehme ich sie. weil ich denke mal, wir werden ein Momentchen brauchen, bis wir die Skorpionkönigin und den Dreierboss davor durchhaben. Aber heute habe ich daran gedacht, mein Gegengift mitzubringen. Au. Hört, der hat uns beide umgehauen. Der kleine Skorpion. Der kleine. Okay, ich baue noch schon mal meine Sachen hier so ein bisschen um. Dass ich dann gleich effektiv kämpfen kann. So, das Gegengift brauchen wir. Das können wir mal benutzen. Und ich habe doch Heilung mitgenommen. Da. Okay. Die beiden Sachen dann später. So, ich müsste eigentlich das soweit alles haben. Ja. What the fuck? Was hast du schon wieder?
Der nimmt statt diese Kristalle, nimmt der normales Stein mit. Ich sag doch, total verpackt der Server. Schatzi, weil du das mit E aberntest. Ja, mache ich doch. Normale Steine kriege ich da raus. Na ja, dann. Komm. Ja, wo bist du? Rein. Ich bin schon drinne. Ich bin schon fast auf der anderen Muss Seite über. ich hier durch? Ja, wir müssen hier durch. Ich finde es lustig, Spinnenweben. Naja, okay, gut, das ist wahrscheinlich, weil da schon lange keiner mehr war. So, und hier musst du schon aufpassen, weil da unten ist der Dreierboss. Der Skorpionkönig. Da kommt nämlich vor der Skorpionkönigin. Kann man hier das Bettding hinbauen? Ich glaube nicht. Kannst du? Weiß ich nicht. Ich glaube generell in der Mine kannst du es nicht machen. Objekt innerhalb von Kollusion. Nein, geht nicht. So, ich Schade. guck gerade. Da ist der König. Ich schieß ihn schon mal an, ja? Oder auch nicht. Kann ich ihn von hier oben nicht anschießen? Nee, tatsächlich. Hier ist eine Mauer. Also du musst unten gegen ihn kämpfen. Gut, gut zu wissen. Dann lass uns erstmal die Kleinen machen. Dann haben wir die schon mal weg. Wir können uns voll und ganz auf den Großen konzentrieren. Schatz, der kommt zu dir. Nee, der kommt zu mir. Also wenn sein Schwanz anfängt zu wackeln, pass auf, der kommt zu dir. So, dieses Hastigat jetzt. Da musst du mal ein bisschen aufpassen. Sticht da nämlich zu. Vorsicht. Ich tanke ihn ein bisschen, okay? Du kannst ihn ruhig Blutungsschaden drauf machen. Da wird er nichts gegen haben. Oder er schon, aber ich nicht. Bin vergiftet. Vorsicht! Ach, erzähle nicht. Oh, wieso packt der immer die Waffe weg, Mann? Oh, eins und kuhlicht so eng aneinander. Das ist so furchtbar. Nicht aufgepasst. Alles gut. Oh, ehrlich jetzt. Hey, ich habe mich doch weggerollt. Na, wenn man zwischen seinen Scheren steht, dann kommt man total schlecht weg. Okay, ich muss mir auch ein bisschen heilen gehen. Es ist eh gerade aggro auf dich. Okay. So. Ach komm. Bleib mal bitte bei mir. So, sehr schön. Willst du den Schlüssel haben? Ich hast ein bisschen mehr Glück als ich. Gut. Ja, dann kommen wir zur Dame des Hauses. Dame des Hauses. Wie schwerer? Ich fand's leichter, ehrlich gesagt. Ich fand auch die Ausweichmöglichkeiten besser, weil du kannst hier an den Feuersäulen, kannst du dich so ein bisschen hinter verstecken. Ich würde auch sagen, wir schießen erstmal hinten auf die Skorpione. Du nimmst rechts, ich links. Ehrlich jetzt. Okay, ich hab meinen. Oben auf dem Schwanz zählen. Ich glaube, da machst du am meisten Schaden. Okay, der kleine Skorpion, ich krieg den nicht platt. Die Königin ist auch da. Ja, ich hätte mich vielleicht vorher heilen sollen. Ich finde, die geht viel, viel besser runter. Weißt du, was ich meine? Habe keine Ausdauer. Der kleine Skorpion, der folgt dir immer noch. Vorsicht!
Oh. Okay. Ich muss mich mal ein bisschen voll heilen. Geh mal ein bisschen spazieren. Wieso habe ich jetzt Gegengift genommen? Komm noch leben, hä? Ich nehme doch hier die ganze Zeit Tränke. Ja, aber sobald sie dich anhaut, oder der kleine Skorpion, der dir immer noch hinterherläuft. Meine Ausdauer ist auch gleich schon wieder unten. Mein Gott, diese scheiß Ausdauer, du. Frag mich, für was ich den Scheiß geskillt habe. Ja, kannst du mich mal bitte in Ruhe lassen? Bist du Danke. vergiftet worden? Nein. Hast du den Kleinen jetzt endlich platt? Ja, ich habe deinen Kleinen getötet. Schatz, ich hab den nicht getroffen. Tut mir leid. Nee. Ich finde die so ein bisschen schwer. Ich komme nicht weg, Schatz. Ja, ich müsste sie eigentlich jetzt haben. Ich hab sie gleich. Ehrlich, trifft mich aber, Adi. Naja, klar, die macht so Gurke. einen Rundumschlag. Die ist jetzt. Geh krachen, Junge. Da, den Dings kannst du mitnehmen, das Schild. Das gibt dir dreifachen Sonnenschutz. Das heißt, Echt? wir können damit vielleicht hinten bei der Lava. Ja, das ist immer noch die Frage, die ich habe. Das Zeichen ist Sonne. Aber gibt mir das jetzt nicht vielleicht Wärme? Weil ich finde, das ist nämlich ein bisschen spiegelverkehrt gedacht. Meinst du? Ja. Was denn? Ich hab Skorpion-Eiersäcke. Wahnsinn. 6 Stück. Wo ist die Kiste? Ich will die Kiste haben. Wow, wir haben Ja, ist doch cool. hier oben. Klinge des Abenteuers, willst du mich verarschen? Hier ist noch ein Dings. Oh, die ist aber nicht, gar nicht mehr so schlecht. Da Was? kannst du noch dieses Skorpionkönigin-Gift lernen für deine Dolche. Hier Mal. an der Tafel. Skorpionkönigin, Gift, du hast gelernt. Okay, krass. Und hier geht's dann wieder raus, oder Ja. wie? Das war's. Ja. Das war's. Sehr, Runter vor sehr der Mine. nice. Ey, wieder auf der normalen Ich Seite möchte gehen. jetzt gerne zurück und würde gerne die Eier jetzt in den Kompost hauen. Weil die laufen ab in 24 Stunden. Und Nein. Oh, ist das so behindert gemacht, ehrlich. ich gucke mal, ich glaube nicht, dass wir da überall Skorpione rausbekommen. Hier ist jemand gestorben. Oh nein. Bist du jetzt traurig? Naja, also ich nutze die Gelegenheit, um noch gleich ein bisschen Silber mitzunehmen, wenn ich einmal hier draußen stehe. Gut, dann mach das, mein Schatz. Wäre ja Verschwendung. Ja, kann man alles in Silbermünzen gießen und dann können wir einfach rumlaufen und wir können ja oben den Bärensaft von dem Typen kaufen, weil das ist ja stark kühlend. Und dann können wir das Fleisch mitnehmen, das stark kühlend ist. Und den Sonnenschutz. Ich kloppe das Silber ab und was kriege ich raus? Stein. Willst du mich verarschen? Ja, Aus den auch. Kristallen kriege ich Stein, aus den Silber kriege ich Stein. Das ist so kaputt, Da ey, mag dich wohl ehrlich. jemand nicht. Ist lächerlich, ehrlich. Macht doch Ja. gar keinen Sinn, überhaupt hier irgendwas zu farmen. Mit dir nicht, nee. So, was auch cool ist, dass wir hier diese Untotenbeschichtung haben. Oh, die Monstrosität. Wow, ich kann das einfach nicht aussprechen. Müsste auch fertig sein, werden wir auch noch nachschauen. Ich weiß noch nicht mehr, was genau die Eier brauchten zum fertig werden. Wieso läuft es nur noch in einer Stunde ab? Da stand doch gerade 24 Stunden und jetzt ist nur noch eine Stunde. Ehrlich. Ehrlich. Jetzt der Server, ich glaube, der muss neu gestartet werden. Weil der startet normalerweise. Eigentlich habe ich den so eingestellt, dass der jede Nacht neu startet. Aber irgendwie, ich weiß nicht, oder die haben da irgendwelche Probleme. Heißt es, Weil. dass die schlüpfen in der Zeit oder? Oh, Das ich glaube, ich spannt muss in mich meinem Internet extrem. nachschauen. Wobei, im Moment, ich kann ja einfach mal 3 Eier zur Seite legen und 3 Eier drin lassen. Ich weiß nicht, wie das mit den Skorpionen ist, Schatz. Also ich weiß nur mit den Spinnen. Wie ist denn das mit den Spinnen? Na, mit den Spinnen packst du die Eier, entweder lässt sie im Inventar, dann dauert es aber halt ewig.
Oder du packst sie in den Komposthaufen, dann dauert es 47 Minuten, bis da dann ein Jungtier rauskommt. Und diese Jungtiere musst du dann wiederum in den Tierpferch packen. Okay. Das ist, denke ich mal, auch je nachdem, wie das Kompost ist. Glaube ich. Mal gucken. Wir gucken einfach mal nach. Wir probieren einfach mal rum, ne? Was hatten wir aus Deswegen dem. war es ja jetzt auch nur noch eine Stunde, nachdem ich das reingepackt habe. Zuerst war es 24, das stimmt halt mit dem Genau, überein, was du genau, gesagt hast. genau, genau. Ja. Es läuft. Es läuft, Leute. Es läuft. Gut, dann laufen unsere sechs Skorpione. Ja, natürlich ist es dadurch, dass der Loot so hochgestellt ist auf dem Server. Deswegen haben wir auch so viele Eier davon bekommen. Finde ich jetzt nicht schlimm. Ihr könnt es ja aber gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das schlimm findet. Und ich werde jetzt unsere Errungenschaften von unseren Kämpfen hier so verteilen. Oh, ich habe gewürfelt. Die Krüge, die stelle ich aber hier hinten hin. Ach so, meine. Ich hatte ja ein bisschen Verderbnis drauf. Die ist jetzt weggegangen. Der Krug, den stelle ich mal hier hin. Ich finde nicht, dass das hier die zum Trinken Krüge sind. Wisst ihr, was ich meine? Oder hier so oben hinstellen? Ich weiß nicht, macht das Sinn? Ah, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Gut. Ich wollte die Würfel eigentlich irgendwo hin tun und nicht würfeln. Aber gut. Patsy, was hat deine Zweihandwaffe für Werte? Ich glaube, bessere als legendäre. 69, 22. 76, 15. Okay. Habe Und ich aus der Kiste rausgekriegt. Klinge des Abenteurers. hat es nur irgendwas extra? Legendär, verkrüppeln Waffe. Okay. Ein von den Abenteuern Nemediens geführtes Schwert. Und da kannst du ja dann noch eine Verbesserung drauf machen. Klingt interessant, klingt interessant. Ja, schmeiß es mal bei der Schmiede rein. Schmiede drinne. Meine. Nee, gut. Ich meinte eigentlich hier so. Okay, ich wollte noch die Monstrosität rausholen. Da Untote. Habe ich ja Wobei ich auch noch. glaube nicht, dass ich sie jetzt schon hinstellen werde. Ich meine, wir wissen ja eigentlich, wie die aussehen. Unsere ganz eigene. Ich werde sie mit der Zeit, so wie sie ist, in ein Tier packen. Ja. So. Damit wir später dann hoffentlich starke Tiere haben. Weil das Level-System, also Dezember, kommt immer näher. Und im Dezember passieren nur wundervolle Sachen, ne? Gut. Das so. Ja. Ich sehe meine Familie endlich wieder. Ja, das stimmt. Ja. Es ist Weihnachten, natürlich. Offensichtlich. Ach ja, da war ja noch was, ne? Ja, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Bye Ciao, ciao. bye.